Vielleicht finden wir das Geheimnis ja noch. Was zur Hölle? Was ist denn jetzt eigentlich... Ich glaube, unser Ziel ist es jetzt, hier wieder rauszukommen, ne? Wenn sie gefunden haben, was sie suchen, verlassen sie die Ober und tauchen sie in den Straßen unter. Vielleicht sollten wir das sogar tun, hier einen Weg rauszufinden, weil dieses Gebäude ist extremst groß. Ich wüsste nicht, wie wir hier alles finden sollten. Das wird ja fast unmöglich. Weil das ist so verwinkelt mit den ganzen Gassen und... Ja, wenn ich jetzt wüsste, wo ich bin, ne? Unfassbar. Da war auf jeden Fall gerade der Geheimgang. Hier war der Geheimgang, wie ich da hochgekommen bin. Also alles, was da ist, da war ich schon. Also heißt es hier lang. Und ich muss mal ganz kurz was trinken, mein Hals ist trocken. Ah, so. Das ist schon schöner und besser. Ich glaube, ich gehe doch mal hier durch und werde... einfach mal nach hier drüben laufen. Sei mal still. Ich glaube, ich habe da was gehört. Oh nein. Mach nur ein winziges Geräusch. Das ist jetzt ein bisschen problematisch, diese Stelle. Die kann uns das Leben kosten mit ganz viel Pech. Hier ist er. Oha. Buck! Buck! Der läuft ein bisschen sehr merkwürdig. Wo bist du, Dieb? Mal was trinken. So, das war jetzt ein Angriff. Shit happens. Zweiter Angriff und der dritte. Oh. So, hier werde ich mal kurz Amok laufen. Wer bist du? Eine Leiche! Hilfe! Hilfe! Der kann ja noch schreien, obwohl er bewusstlos ist. Oh. Das Ding ist auch was wert, das wusste ich gar nicht. Das ist ja mal ein schöner Raum. Was? Das ist ja mal geil. Jetzt habe ich einfach mal einen Geheimgang gefunden. Ist ja cool. Ich könnte mir vorstellen, dass hier der Wandschrank ist. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo der Schlüssel ist. Der blaue. Ich werde mal kurz... Ich beginne zu bezweifeln, dass ich auf Rache sinne. Wenn ich es täte, würde ich alles aus Lady Valens Gemächern stehlen. Sie weiß nichts von dem Geheimgang, der in der Rotunde im zweiten Stock beginnt. Sie kennt auch den Schlüssel für das Schloss nicht. Seit sie hier ist und nicht und mich und mein Personal gefeuert hat, kennt niemand in der Oper die geheimen Gänge und Bäume. Nun bin ich zurückgekehrt, um Rache zu üben und einige Vorkehrungen zu treffen. Doch ich fürchte, ich trage einen schrecklichen Makel in mir. Ich sinne nicht auf Rache. Raoul! Ich beginne mir zu bezweifeln, wenn der Täter... Welches Gemächer entstehen? Sie weiß nicht, Geheimgang, der in der Rotunde im zweiten Stock beginnt. Okay. Kann es vielleicht sein, dass hier irgendwas hinter ist? Ui! Okay. Das hätte ich wissen müssen. Das hätte ich mal sowas von wissen müssen. Ich bin doch von da unten gekommen. Shit!
Wenn ich dann nur draufgehauen hätte, dann wäre ich schlauer gewesen. Dann wäre ich auch hier rausgekommen. Na gut. Von mir aus. Aber es ist schon mal schön zu wissen, dass die hier so was eingebaut haben, ne? Ich finde das ja echt krass, dass... Es ist wirklich, also wirklich... Ich finde, Thief haben die richtig krass gemacht. Was die hier teilweise eingebaut haben, das hätte ich niemals für möglich gehalten. Ich erinnere nur noch an den Raum, wo wir mal drinnen waren, wo einfach nur das Weltall zu betrachten war. Und nichts weiteres. Hier war ich aber auch schon. Außer hier. Dann wollen wir hier mal die Tür öffnen. Mit welchem Schlüssel das auch immer wieder gehen mag. Mit dem ging es. Ich muss hier ja irgendwie rauskommen, ne? Oh, wieder eine Tür. Das sieht mehr aus wie eine Zelle. Ich glaube, ich schließe mal mit dem Dietrich. Oh. Noch den kleinen. Dann müsste es eigentlich aufgehen. Nein, geht immer noch nicht auf. Dann eben nochmal den anderen. Warum schließt man so einen Raum ab? Doch halt, wen sehe ich da? Wer wagt es, ihr Holz zu schlagen? Gut, aber versuchen Sie etwas ärgerlicher zu klingen. So etwa. Doch halt, wen sehe ich da? Wer wagt es, ihr Holz zu schlagen? Doch halt, wen sehe ich da? Wer wagt es hier? Nein, nein, mit Gusto und der Betonung auf wer wagt es. So, wer wagt es, ihr Holz zu schlagen? Ich habe eine bessere Idee. Warum singen Sie morgen Abend die Rolle der Waldprinzessin Conandra nicht einfach selbst? Und wenn Sie gerade dabei sind, warum suchen Sie sich nicht gleich eine neue Sängerin? Vielleicht mache ich das wirklich. Fein, untalentierter Kretin. Okay. Ich glaube, sie kommt geradewegs auf uns zu. Guten Tag. Ich spiele ein bisschen Harfe. Also hier ist auf jeden Fall der Wandschrank. Ich kann mir nur vorstellen, dass das hier der Wandschrank ist. Wo der blaue Schlüssel passt. Ne, das ist er nicht. Ne, Moment, das war nicht der blaue Schlüssel, das war der goldene Schlüssel. Das ist doch ein netter Bonus. Ne, ne. Alter, wir haben die Flöte gefunden. Das ist ja wunderbar. Mr. Cripps, Ian, teuerste, für Denker wie uns sind die Zeiten großartig. Ich bin sicher, dass die Geheimnisse des Artefakts schon bald mein sein werden. Denke ich an seine Macht und an die Macht ihrer Musik, bin ich überzeugt, dass unser großer Tag naht. Bitte nehmen Sie diese Flöte als Ausdruck meiner ihm was immer währenden Dankbarkeit an. Als Dank für unsere besondere Freundschaft und ihr unermüdliches musikalisches Schaffen. Ihre Lady Valerius. Oh mein Gott, ich habe heute echt eine schöne Sprache drauf. Oder beziehungsweise ich kann sehr gut lesen. Aber das habe ich ja schon die ganze Zeit irgendwie gesagt. So, wir können hier jetzt eigentlich, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, raus. Weil wir haben jetzt die Flöte gefunden. Und mit der Flöte haben wir alles, was wir haben wollten. Und ich muss jetzt in keinen anderen Raum mehr rein, weil wir es geschafft haben. Ey, dass wir die Flöte noch gefunden haben, diesen schönen Bonus, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich es finde. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Die sind bei der Oper und gucken dazu. Ja, wo ist denn hier der Ausgang? Ja, wo ist er denn? War hier irgendwo der Gang?
Ich muss wieder in die Mitte zurück. Oh, hier habe ich irgendwen über den Haufen gehauen. Das ist schlecht hier. Mist. Mist, Mist, Mist. Ich muss irgendwie hier rauskommen. Ich weiß nur leider den Weg nicht mehr. Das ist so ein bisschen der Nachteil an der Geschichte. Hier ist es. Hier war ich noch nicht drinne. Das hab ich schön. Oh. Jetzt habe ich ein Problem. Oder auch nicht. Ja, und nochmal. Nochmal. Sehr gut. Oh. Ich hasse es. Und das hier hat auch irgendwas auf sich. Da ist Wasser drinne. Wasserpfeile. Hm. Keine Ahnung, was das war. Wer? Ist da drüben jemand? Hört mit dem Unfug. Ich ergebe mich. Hilfe! Hilfe! Hier drinnen ist jemand! Weißt du was? Wenn du schon sagst, du ergibst dich, dann darfst du nicht einfach... Oh oh. Ich möchte jetzt natürlich nicht noch Aufmerksamkeit haben. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wie ich hier rauskommen soll. Ich weiß, dass da ein Goldbeutel war. Goldbeutel, Geldbeutel. Und hier haben wir noch eine Tür. Was ist denn das hier für ein... Okay. Wo komme ich da hin? Oh. Ich wollte nicht abstürzen. Alles nur das nicht. Boah, wo bin ich denn jetzt? Also ich bin auf jeden Fall wieder ganz oben. Und hier ist wieder so ein Bild. Wollen wir mal gucken. Ne. Okay. Jetzt haben wir den Geheimgang auch gefunden. Ich will da raus. Geht doch. Ich gehe wieder runter. Ich habe hier kein Interesse. Gut. Dann haben wir das Mysterium auch geklärt. Jetzt ist immer noch meine große Frage, wie komme ich hier raus? Irgendwo muss ja der Eingang sein. Das sieht schon gut aus. Hier auf der Seite war ich nämlich noch nicht. Oder war ich hier doch schon mal? Diesen Blumenstrauß. Ich nehme einfach mal mein Schwert. Ach du Scheiße! Das ist aber auch spannend heute. Und hier gibt es sehr viel Geld. Oh, ist das toll. Und ein Brot, was ich jetzt esse. Genauso wie Käse. Schade, dass der einen nicht heilt, ne? Ist das hier ein Kochbuch? Ich kann es mir nicht angucken. Ich muss auf jeden Fall den letzten Heiltrank trinken. Ich glaube, das war der letzte. Nee, ich habe noch zwei. Wo komme ich denn jetzt hin? Es wird ja immer besser. Moment. Hier unten war ich schon. Mal irgendwann. Ey, das ist auch so riesig. Oh, ich kann es nicht lesen. Noch, so, jetzt geht's wieder. Koch, denken Sie daran, den Ballerinas am Abend vor der Vorstellung
lediglich eine leichte Mahlzeit zu servieren. Wir möchten den peinlichen Auftritt der kleinen Katharine in der Donnerstagvorstellung nicht wiederholen. Bitte verstehen Sie dies als erste und zugleich letzte Warnung. Mr. Cripps, musikalischer Leiter. Wahrscheinlich war das ein bisschen sehr viel und die sind fett geworden. Dass man dann natürlich nichts mehr machen kann. Das klingt ja wie, als ob ich einen Apfel durchgebissen habe. Und da war auch schon wieder eine Leiter drin. Und ich bin ja so neugierig und möchte wissen, wo mich das hinführt. Von daher... gehen wir da jetzt einfach mal hoch. Wer baut denn solche Kamine? Haben Sie schon das neueste Werk von Cripps gelesen? Dieser Müll ist eine Beleidigung meiner Kunst. Ist ja interessant. Bisher dachte ich, Sie wären eine Beleidigung der Kunst. Und als ob das noch nicht genug wäre, muss ich mich auch noch in uralte Kostüme zwängen. Ich kann nicht glauben, dass die Oper immer noch Verluste macht. Das sind diese ganzen Habenichtse am Kartenschalter. Stehlen alles, was nicht festgewachsen ist. Valerius sollte sie alle feuern. Da stimme ich Ihnen ausnahmsweise zu, Christine. Wenn man diese Gestalten rauswerfen würde, hätten wir hier unsere Ruhe. Aber was würden Sie machen, wenn man Sie feuern würde? Schleicher. Oh. Oha. Ich glaube, ich gehe da mal rein. Was war das? Jemand? Wachen! Wachen! Hier liegt ein Toter! Ein Toter. Ist ja nur gerade ein bisschen K.O. Also, was es hier alles noch an Stellen gibt, das ist unfassbar. Jetzt bin ich schon wieder eine Etage höher. Ich hätte niemals gedacht, dass das hier so gigantisch ist. Und da ist schon wieder ein Zettel, den ich wahrscheinlich wieder nicht lesen kann. Teuerste Camilla, wie immer war Ihr Auftritt traumhaft. Ich schreibe in der Hoffnung, Sie auf einen Spaziergang entführen zu dürfen. Ich verspreche, dass ich nicht mit leeren Händen erscheinen werde. Bitte weisen Sie mich nicht zurück. Wenn nötig, werde ich die ganze Nacht auf Sie warten. Ein kleiner Spaziergang und etwas Konversation ist alles, worum ich Sie bitte. Im Gegenzug verspreche ich Ihnen ein besonderes Präsent, ein Geschenk für eine Königin. Ich erwarte Sie in der Wandelhalle im zweiten Stock für immer. Ihr glühendster Verehrer, Lord B. Also ich konnte es ja eigentlich fast ganz gut lesen, bis auf den Rest, also den Schluss. Aber hey. So lautet der Befehl. Wenn es Ärger gibt, verdoppeln wir die Wachen vor Lady Valerius Gemächern. Am Kartenschalter nicht? Wenn ich ein Dieb wäre, würde ich dort zuerst hingehen. Tja, leider bist du eine Wache und kein Dieb. Du weißt also, wohin du gehen sollst, wenn es Ärger gibt. Irgendjemand muss das Garderobenmädchen bewachen. Sie ist ganz allein. Kein Mensch redet mit ihr. Wenn du einmal Captain bist, kannst du bewachen, wen du willst. Bis dahin. Ich höre. Was bewachst du, wenn es Ärger gibt? Diesen blöden Steinkerl, um den sich außer Lady Valerius keine Sau kümmert. Gut, wenn du mit Trübsalblasen fertig bist, schlage ich dir vor, dass du auf Patrouille gehst. Die Lady erwartet wohl einige Fremde, die den Stein kaufen möchten. Wir sollen uns darum kümmern, dass hier alles glatt läuft. Was sagt ihr, was ich muss? Hey, da drüben! Halt! Ich könnte sein, dass das hier der Eingang ist. Dich, Dieb. Der steht ein bisschen blöd da in der Ecke, ne? Wenn ich mal ganz ehrlich bin. Der läuft ja auch gerade nur ein bisschen im Kreis. Ich hoffe, er geht wieder. Komm zurück, elender... Okay, er geht. Werde ich jetzt mal auf Speichern drücken. Weil das könnte nämlich so der Eingang sein. Wenn die nämlich darüber reden, dann muss das ja ziemlich weit am Anfang sein. Und wir müssen ja hier auch irgendwie rauskommen. Das ist ja das Problem, aber hier sieht alles so gleich aus. Was du so kleine Ah,
Nicht so ganz einfach jetzt, wenn er hierher guckt. Ich hoffe, er dreht sich wieder weg. Was murmelt er da in sich rein? In Ordnung. Was ist das denn für ein Scheiß? Ich hab ihn doch getroffen. Meine Fresse. Ich hab nur noch einen Trank der Heilung. Ach nee, ich hab ja zwei. Ich hab ja eben einen gefunden. Oh mein Gott, ist das hier groß. Ich habe wieder einen Heiltrank gefunden. Hat die gerade versucht, Brautkleid, Blau... jetzt komme ich da auch gerade nicht. Brautkleid, Blaukraut... jetzt kriege ich es auch nicht hin. Ich konnte das mal. Und Blaukraut bleibt Blaukraut. Irgendwie sowas Ähnliches war das. Sind Sie das? Alter, was soll das denn? Du hast mich gerade zweimal getroffen. Aha, aha, hier ist der Fahrstuhl. Okay. Aber ich glaube, ich bin in der falschen Etage. Ich muss hier jedenfalls irgendwie raus. Hier bin ich reingekommen. Nee, hier bin ich nicht reingekommen. Aber es sieht verdammt so aus, fast. Hier bin ich reingekommen. Ich glaube, ich werde hier über den... Ich habe nämlich genug langsam davon. Ich will hier einfach nur noch raus. Wir haben vielleicht nicht alles gesehen. Da gebe ich euch recht, aber... Das, was wir gesehen haben... Das reicht, finde ich. Völlig. Wir haben den Auftrag erfüllt. Oh, ist das gut. Das tut so gut, dass wir es geschafft haben. Oh. Ja, ich, ja, magst du sehen, was die Statistik so sagt? Wie lange wir jetzt hier gespielt haben? Ich glaube nicht, dass es eine Stunde war. Es waren bestimmt schon fast zwei Stunden. Ich werde jetzt hier mal auf Speichern drücken. Wir nehmen einfach mal den Speicherstand. Und... Ja, was soll ich sagen? Ich bedanke mich dafür, dass ihr wieder zugeschaut habt. Ich bedanke mich, dass ihr so tatkräftig dabei wart, dass, wie wir hier gerade den... Wassertalisman entwendet haben. Jetzt fehlt ja eigentlich nur noch ein Element. Wir haben die Erde, wir haben das Feuer. Wir haben das Wasser. Jetzt fehlt ja eigentlich nur noch die Luft. Und die werden wir bei der nächsten Aufnahmesession besorgen. Also, wir sehen uns bis dahin wieder. Nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt mir treu, da freue ich mich immer wieder drüber. Bis demnächst, euer Terrador. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bye bye. Tschüss.